Willkommen, Freunde der gepflegten Rundenstrategie. Auf der letzten Karte unseres Panzer Corps 2 Kampagne 1939 Playthroughs haben wir uns ja für eine fiktive Alternative entschieden. Wir hatten ja die Wahl, entweder dem historischen Pfad zu folgen und nach Westen aus dem Kessel auszubrechen oder aber nach Nordosten einen Vorstoß zu unternehmen, die Angriffsspitzen des Gegners vom Nachschub abzuschneiden und ihnen in den Rücken zu fallen. Das haben wir gemacht, das haben wir auch gewonnen. Dank unserer Tiger P und Panther Prototypen haben wir die Panzerschlachten zum Glück überstanden und haben jetzt die Gelegenheit, die russische Ausweichhauptstadt einzunehmen. Wenn wir das schaffen, dann ist Russland aus dem Krieg und der Krieg im Osten wäre gewonnen und wir hätten dann in Anführungszeichen nur noch die Westalliierten am Hals. Die Karte hier spielt am 3. Februar 1943. Das ist schon recht bedeutsam, denn 1943 gibt es bei Panzerkorps eine neue Technologiestufe bei den Infanterieeinheiten bei allen Nationen und natürlich gibt es auch neue Flugzeuge, neue Panzer etc. Cooler Held, nehmen wir. So, als erstes Elite-Nachschub. Dann stellen wir gerade fest, wir können eine Menge Einheiten upgraden, also wir haben eine Menge Punkte. Das werden wir natürlich auch ausnutzen. Wir schauen mal bei den Fliegern als erstes rein und sehen direkt, es gibt was Neues. Die He-219, das ist ein Nachtjäger, also diese Antennen hier vorne, die vier Spitzen, die aus der Nase rausragen, das sind Antennen. Das ist ein Bomber, der umgebaut wurde als Nachtjäger und damit wurden halt die Bomberströme, die Deutschland nachts bombardiert haben, angegriffen. Der hat einen Wahnsinns Air-Attack, ist aber relativ schlecht bei der Initiative. Also den würde ich tatsächlich nur gegen oder primär gegen Bomber einsetzen, aber ich teste ihn mal. Und die zweite Me-109 rüsten wir auf die bewährte Focke Wulf 190 auf. Deutliche Verbesserung. Dann gucken wir mal bei unseren Bombern. Das ist schön. Wir haben die Option, unsere Me-110 gegen eine 410 abzugraden. Und die 410 ist eine deutliche Verbesserung, wie ihr seht, vor allem die Air Attack. Aber sie ist auch bei Initiative und bei den anderen Werten besser. Machen wir natürlich. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir jetzt schon die U87G bekommen könnten, den sogenannten Kanonenvogel. Das war ein Stucker, der unter jeder Tragfläche eine 3,7 cm Kanone hatte, also quasi die kleine Pack, das Heeresanklopfgerät. Von den Seiten oder frontal oder auch von hinten war das gegen moderne Panzer keine Option mehr, deswegen wurde es halt Heeresanklopfgerät genannt. Aber von oben sah die ganze Nummer ganz anders aus, denn Panzer sind von oben am allerdünnsten gepanzert. Und mit zwei 3,7 cm Kanonen konnte man die wunderbar vernichten. Gucken wir mal, was es bei den schweren Bombern so gibt. Da hätten wir tatsächlich was Neues. Die U-188A. Die ist aber in Teilen eine Verschlechterung. Da bleibe ich tatsächlich bei den, ja, da bleibe ich bei meinen He-177A. Okay, damit hätten wir die Flieger schon mal modernisiert. Gucken wir mal, ob es bei der Flak was Hübsches gibt. Wir hätten einen Prototypen, der ziemlich heftig ist. Eine 12,8 Flak. Also, das nenne ich mal eine Steigerung. Die ist natürlich schon krass. Muss man einfach mal so sagen. Feuerreichweite ist jetzt nicht so. Obwohl doch, die Feuerreichweite ist auch nice. Die Werte sind natürlich heftig. Andererseits gefällt mir der unser Flakfahrzeug wirklich gut, weil es gegen Tiefflieger sehr gut wirkt. Und ich mag eigentlich die Kombination aus der schweren Flak und der Verteidigung gegen Tiefflieger. Ich tendiere dazu, wenn wir nachher noch genug Punkte haben, dass ich mir den Verlust, den wir in Stalingrad hatten, da haben wir ja eine Flak verloren, dass wir den ersetzen. Okay, gucken wir mal bei der Artillerie. Jetzt kriegen wir regulär die Sturmhaubitze 42. Das machen wir auch, das graden wir ab. Dann gucken wir mal bei den Panzerjägern. Ah, das ist fein.
Das Stuck 3G mit den Seitenschürzen ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Zum einen bessere Soft- und Hard-Attack, aber auch bessere Initiative und bessere Ground Defense und vor allem auch endlich eine Close Defense. Kostet uns einen Punkt mehr, ist es aber allemal wert. Nehmen wir mit, ist gekauft. So, bevor wir uns jetzt um die Panzer kümmern, will ich erstmal die Infanterie upgraden. Da fangen wir mal bei unseren Grenadieren an. Und hier seht ihr, schöne Auswahl, die ganzen 43er Einheiten. Und bei den Grenadieren sieht man direkt, die haben den Panzerschreck auf der Schulter. Das ist eine Panzerabwehrwaffe gewesen, so vergleichbar zu der Bazooka der Amerikaner, die 8,8 Zentimeter Raketen verfeuert hat und ziemlich effektiv war. Seht ihr auch hier, dass die Hard Attack deutlich hochgegangen ist, auch die Soft Attack ist hochgegangen, Ground Defense ist hochgegangen und Close Defense. Also das ist eine sehr, sehr nette Verbesserung. Kosten auch direkt einen Punkt mehr, aber das ist es mehr als wert und das nehmen wir auch. Also die Einheiten sind jetzt in der Verteidigung noch heftiger. Grenadiere waren ja schon die ganze Zeit über in der Verteidigung heftig, aber die sind wirklich bitter. Die Sturmpioniere haben auch ein Upgrade bekommen. Auch das ist deutlich. 2 Punkte mehr Soft und sogar 4 Punkte mehr Hard Attack. Bessere Ground Defense und ja, extrem gute Close Defense. Also die sind auch den einen Punkt mehr definitiv wert. Und bei der dritten Einheit müssen wir dann tatsächlich überlegen, was wir daraus machen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob es der cleverste Zug ist, bei einer Gebirgsjägereinheit zu bleiben. Andererseits hier ist es noch teilweise hügelig. Hier könnten wir es tatsächlich noch nutzen. Die Verbesserung ist natürlich auch deutlich. Eine normale Wehrmachtsinfanterie ist aber deutlich besser bei der Soft Attack. Dafür haben die Gebirgsjäger eine deutlich bessere Close Defense. Was haben sie denn? Nahkampf, Gebirgsjäger, Gewaltmarsch. Ja, wir machen es so, wir rüsten die auf Gebirgsjäger auf, also auf 43er. Okay, also wird's gemacht. Jetzt wird es natürlich kriminell. Jetzt haben wir nicht mehr allzu viele Punkte für unsere Panzer. Und wir brauchen auch noch eine Brückenpio-Einheit. Wir gucken jetzt erstmal, wir haben hier einen Panzer 3M. Gibt es was Besseres? Ne, das wäre natürlich ein Rückschritt. Wir haben den regulären Tiger, Gott sei es gepriesen. Und wir haben den Tiger P regulär, also keine Prototypen mehr. Gut. Dann lassen wir erstmal die Panzer 4, wie sie sind. Und rüsten schon mal unsere beiden Tiger P um gegen Tiger 1. Denn da seht ihr direkt bessere Initiative, bessere Ground Defense, bessere Air Defense. Gleiche Punktezahl kostet uns also nur Prestige. Das ist gebongt, das machen wir. Das lohnt sich auch total. Den Panther-Prototyp behalten wir, wie er ist, denn wir haben noch ein paar Panther als Ersatz. Eventuell, wenn gleich noch genug Punkte übrig sind, würde ich den Panzer 3M aufrüsten auf den 4G. Aber das müssen wir gleich schauen. So, jetzt gucken wir erstmal in die Reserve. Wir haben eine Brückenpio-Einheit. Die werden wir rüberziehen und der müssen wir natürlich auch ein Fahrzeug geben, ganz klar. Allerdings will ich da jetzt keine großen Kosten haben, deswegen kriegen die nur ein LKW, weil die sollen halt auch nicht kämpfen. Das sind halt einfach nur Brückenpioniere. Die werden wir aber vielleicht nutzen, um ziemlich runtergeschossene Einheiten mal mit anzugreifen. Und ansonsten werden die dann halt in der nächsten Runde abgegradet auf eine normale Wehrmachtsinfanterie, eine 43er. Und dann passt das. Gut, jetzt gucken wir mal bei den Aufklärern. Wir haben tatsächlich was Neues. Wir haben den 233er, also Sonderkfz 233, und der ist
mit einer 7,5 cm Stummelkanone bewaffnet. Deswegen Stummel. Das waren die kurzen Geschütze, die ursprünglich im Panzer 4C und 4D verbaut waren, die im Kampf gegen Panzer keinen großen Effekt mehr hatten, aber die mit Sprengmunition beladen super waren gegen weiche Ziele, also gegen LKWs, gegen Infanterie, gegen Geschütze etc. Deswegen hier auch der deutlich höhere Wert gegen Infanterie. Wir haben ja Nummer 2 von den 234ern und ich würde die kombinieren. Da der 233er ein bisschen schlechter ist bei der Ground Defense und bei der Initiative, würde ich einen umwandeln und den anderen nicht. Das passt soweit bei mir. Jetzt gucken wir mal noch, haben wir eine Flak in Reserve? Ne, haben wir nicht. Wir haben nur Artillerie und Stucks. Dann kaufen wir uns jetzt aber noch eine Flak. Nehmen wir noch eine, die Tiefliga-Bonus hat. Ja, wir nehmen eine mit Tiefliga-Bonus. 8. Im späteren Kriegsverlauf kommen ja dann auch Flakpanzer raus. Die machen die ganze Sache nochmal interessanter, schützen die Einheit besser und haben teilweise auch noch bessere Werte gegen Flieger. Das ist also auf jeden Fall interessant. Wir nehmen das. So, wir haben jetzt 2 Punkte übrig. Dann schauen wir mal, ob das ausreicht, um aus dem 3M ein 4G zu machen. Kostet uns einen Punkt, können wir uns leisten. Ist dann zwar eine Verschlechterung bei der Ground Defense, aber eine deutliche Verbesserung bei Soft und Hard Attack. Die Frage ist, könnten wir uns nicht sogar einen Tiger leisten? Wir könnten uns auch einen Tiger leisten. Nee, wir nehmen den 4G. Und dafür investieren wir den einen Punkt darin, eine unserer Infanterieeinheiten aufzumotzen. Und wir nehmen hier unsere Elite-Grenadiereinheit und geben der Überstärke. Okay, wir könnten nur einen Punkt mehr reinbringen, dann wären wir bei 16er Stärke. Finde ich jetzt nicht so überzeugend. Wie ist es dann bei den Jägern? Was ist, wenn wir dem Jäger Überstärke geben? Den kriegen wir immerhin auf eine 12er Stärke. Dann machen wir das mal. So. Also ich bin zufrieden. Wir stellen auf. Jetzt ist natürlich die Frage, wo stehen Gegner? Das wissen wir halt nicht. Und erstmal gehen wir davon aus, dass wir ringsherum Gegner haben. Die Brückenpioniere packen wir nach hinten, weil wir müssen ja eh erstmal hier die Stadt freikämpfen, bevor wir hier Brückenpios einsetzen können. Deswegen kommen die nach hinten. Dann gehen wir mal davon aus, dass wir Artillerie einsetzen wollen. Und packen hier mal wirklich ordentlich was rein. Hier kommt dann Flak ins Spiel und Panzer. Wir setzen unsere schweren Panzer nach vorne. Genauso wie unseren schweren Panzerjäger. Und packen auch die Stucks mit rein und die Sturmhaubitze. Zwischendurch auch mal die Flaks. Unsere Aufklärer. So, jetzt werden die Flieger platziert. Ja, es ist richtig, wir haben nur einen großen Flughafen, wo wir die Langstreckenbomber platzieren können. Das heißt, wir müssen auch zusehen, dass wir uns im Laufe des Spiels diesen Flughafen noch sichern und den, damit wir die großen Flieger nachziehen können. Also im Prinzip sollten wir uns alle Flughäfen sichern, klare Sache. So, wir haben alles platziert.
Wir haben alle Punkte ausgegeben. Wir haben noch einen Helden, den wir setzen müssen. Da würde ich doch tatsächlich hergehen und würde unseren Elite-Tiger um den Helden verstärken. Ah, wir haben scheinbar eine ganze Zeit lang keine Helden mehr zugewiesen. Das sollten wir mal ändern. Wir packen mal auf den Aufklärer ignoriert Kontrollzonen drauf. Sehr schön. Und ignoriert Verschanzung hatten wir auch, habe ich gerade gesehen. Der macht sich ja auch gut bei den Grannies. So, sehr schön. Alles klar. Wir sind bereit. Fangen wir an. Okay, der Fluss scheint aktuell zugefroren zu sein. Das ist natürlich mega praktisch. Es schneit, das heißt, wir können aktuell auch keine Luftwaffe einsetzen. Aber günstigerweise haben wir hier vorne die Artillerie positioniert. Und wir haben auch schwere Panzer und Panzerjäger hier positioniert. Das heißt, das kriegen wir auch so hin. Zwei gekillt, zwei suppressed. Was will man mehr? So, wir stoßen mal hier weiter vor. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, was passiert, wenn ich auf dem Flussfeld tatsächlich einen Panzer stehen lasse. Ein Hinterhalt, okay. So, und dann kommt unser Sturmgeschütz hier dahinter und gibt Deckungsfeuer, falls die Gebirgsjäger von einer feindlichen Panzereinheit angegriffen werden. Hier ziehen wir dann schon mal die Flak nach vorne. Und damit hier keine feindlichen Panzer reinrutschen, packen wir ebenfalls packen wir einen Panther hin und hier die Flak als Schutz. Ja, ich würde sagen, die erste Runde war gut. Sehr schön. Der Elefant hat seinen Job gemacht. Es ist noch gefroren, das ist für uns super.
Auch das ist super, weil jetzt das Sturmgeschütz Deckungsfeuer gibt für den Panzer 4 und für den Aufklärer. Die platzieren wir mal hier, dann könnte man nämlich jederzeit da schon rüber. Mit der schweren Artillerie werden wir den KV ein bisschen weich klopfen. Und dann kann der. Ach, guck an, das Panzerabwehr. Da geben wir auch Deckungsfeuer auf. Wir können sogar Luftwaffe einsetzen. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Fangen wir doch an mit Stukas. Und direkt ne, hier 177 auf die Stadt. Und noch einer auf die Deckungsartillerie. Dann setzen wir auch direkt Jagdschutz ein. Und zwar so, dass beide oder dass alle drei Bomber geschützt sind, besser gesagt. So, jetzt können wir auch ohne Probleme den KV ausschalten. Können weiter vorstoßen, die Flak ausschalten, also die Pack ausschalten, seine Pack. Bleiben hier stehen. Nein, bleiben nicht da stehen. Wir gehen da vor und brennen die, ja. So, hier geht's vor. Die Grenadiere bekommen jetzt Deckungsfeuer. Wir müssen mal schauen, dass wir weiter aufklären. Das sind noch definitiv zu viele Geschütze. Ich frage mich gerade, wo ist denn... Ach da. Ich habe den zweiten Stuka gesucht. Den Bomber nehmen wir, um die Infanterie weich zu machen. Und dann haben wir wieder Jagdschutz. Das war gut. Ich denke mal, der Jeep ist eine Aufklärungseinheit. Ja, müssen wir machen. Wir müssen die Minensperre da beseitigen. Und hier haben wir auch eine richtig, richtig schwere russische Artillerie. Die sollten wir auch möglichst schnell ausschalten. Den greifen wir nicht an, denn hier würde eine feindliche Panzerabwehr, würde da Deckungsfeuer geben. Das machen wir dann lieber so aus der Luft. Und zusätzlich positioniere ich jetzt hier noch Jagdschutz, falls jemand den Tiger angreifen möchte. Also wir hatten bisher eine richtig gute Runde. Ich könnte hier noch, ne, da repariere ich lieber, also ich frische die auf. Und den hole ich mir nächste Runde.
Und die Stadt greifen wir erst an, wenn die Artillerie dezimiert ist. Unser Panther hat ganz schön gelitten. Der leidet noch mehr. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir genug Prototypen haben, um den zu reparieren. Mutig, mutig. Für reguläre und für MP-Infanterie. Das ist natürlich perfekt. Der T-34 ist meinem Tiger aufgefahren. Nun ja. So, wir bereiten vor. Genauso wie da unten. Ich würde sagen, da unten setzen wir auch einen Stucker ein, weil wir haben hier unten ja jetzt nur Panzer 4. Wobei, ich könnte das auch mit dem Stuck erledigen. Und dann machen wir es mit Überrennen. Knacken erst den Panzer und mit dem zweiten Angriff kaufen wir uns seinen Aufklärer. Das hat nicht geklappt. Dann müssen wir die Me 410 hierfür nehmen. Machen wir das so. Wir haben echt einen Elefanten verloren. Not so nice. So, das schreit nach Luftangriffen. Dann gucken wir mal. Okay, wir müssen erstmal zusehen, dass wir da oben den Jäger ausschalten. Die Vorhersagen gefallen mir noch nicht sonderlich. Das sieht besser aus. Und jetzt können wir mal gucken, was die 219 gegen die Iljuschin, also hier gegen die Sturmovik, macht. Oh, war nicht übel. Ist tatsächlich noch einer übrig, unglaublich. Ja, das haben wir gepackt. Eigentlich hätte ich hiermit jetzt schon gerne Minen geräumt, aber so weit komme ich leider nicht. Da bekommen wir Deckungsarifeuer, aber wir können, so wie es aussieht, die Katjuscha trotzdem ausschalten. Deswegen machen wir das. Dann werden wir schauen, ob wir mit dem Tiger gegebenenfalls die Flak komplett ausschalten können. Oder zumindest größtenteils. Das hat gut geklappt. Jetzt gehen wir da rein und holen uns die Flak komplett. Da können wir die Infanterie schon mal ein bisschen weich bohren. So, hier eine weitere Deckung rein. Ja. Wir müssen erst dieses Packgeschütz ausschalten, bevor wir da weiter rein können.
Und der Panther muss repariert werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es an der Positionierung liegt, dass nicht mehr ging, oder ob es daran liegt, dass wir nicht mehr Prototypen haben. Gut, da würde feindliche Flak eingreifen. Oh, vielleicht können wir den sogar komplett ausschalten. Oh, hat funktioniert. Sehr gut. Nee, keine gute Sache. Gegen den großen russischen Bomber werden wir mal gleich unseren Nachtjäger ausprobieren. Mal gucken, was der sagt. Ja, der hat verdammt viele Jäger. Ich darf also meine Bomber hier nicht ohne Jagdschutz operieren lassen. Da habe ich eine ganze Menge Tiger verloren. In Ordnung. Das Minenfeld können wir aber räumen. Hier können wir. Ja, wir müssen erstmal die Luftwaffe klären. Ja, das ist ja schon mal ein ganz guter Wert. Dann nehmen wir unseren angeschlagenen Jäger, um den zu finishen. Da oben werde ich zwei brauchen. Ne, einer hat überlebt. Mal wieder typisch. Dann nehmen wir unsere Me 410 für. Das ist ja ein Schlachtflugzeug, kann aber auch Flugzeuge angreifen. Und dafür reicht's ja. So, und jetzt können wir die übrigen Jäger nehmen, um hier mal ein bisschen Bambule zu machen. Und wir werden versuchen. Ne, wir werden nicht nur versuchen. Mit der Infanterie machen wir das Packgeschütz platt. Da gehen wir schon mal vor. Klären hier auch auf. Und jetzt können wir den gefährlichen Jäger kleinschießen. Das war gut. Hätte mir zwar höher, aber grundsätzlich war das gut. Im Grunde genommen fehlt uns noch ein Jagdflugzeug, muss man einfach mal so sagen. Und hier haben wir jetzt das Problem, dass er da noch einen Flakgeschütz hat. Und wenn ich, also wenn ich jetzt hier angreife, ja, muss ich riskieren. Sehr schön. Ne, die Ari gibt auch noch Deckungsfeuer. Ach ja, klar, ist ja eine schwere.
Den platzieren wir mal hier. Wenn der Panzer wieder auf die Idee kommt, die Infanterie anzugreifen, gibt das erstmal Lack. Ja, und hier habe ich tatsächlich das dumme Gefühl, dass wir keine Prototypen-Panther mehr haben. Ne, haben wir auch nicht mehr. Das heißt, wir können die Einheit nicht weiter reparieren. Die bleibt jetzt auf 6er Stärke. Das ist natürlich schon ziemlich mau. Ja, aber nichtsdestotrotz ist die Runde gut gelaufen. Kann ich jetzt... Ja, ich muss das jetzt einfach mal riskieren. Wir sind souverän auf dem Vormarsch und haben gleich noch einen Flughafen näher an der Front, was schon echt gut ist. Ja, na klar. Ja, die Infanterie hat Zähne. So, schönen Tieffliegerangriff. Den können wir jetzt einfach wegfrühstücken. Da nehmen wir unseren angeschlagensten Jäger für. Hier nehmen wir die Me 410. Wie machen wir das am besten? Glaube, das funktioniert ganz gut. Den ziehen wir mal zurück in Sicherheit. So. Sehr schön, wir können den T34 noch knacken. Also nicht komplett, aber wir können ihn zumindest schon ziemlich gut runterbomben. Und hier oben werden wir mit den Bombern erstmal anfangen, die Flak weich zu machen. Dann das Panzerabwehrgeschütz. Die schwere Artillerie. Können wir hier vorstoßen, können mit unserer Infanterie, ja, das Ergebnis lohnt sich.
So, hier knipsen wir den aus. Gehen vor. Können. Ja, das ist mir ein bisschen zu teuer. Die russischen Fallschirmjäger haben es in sich, wie man gerade sieht. Den ziehen wir zur Reparatur zurück. Den reparieren wir jetzt. Hier können wir die schwere Ari ausschalten. Ja, das riskieren wir jetzt einfach. So, wir haben noch einen Stucker, den wir einsetzen können. Damit können wir das Geschütz ziemlich mürbe machen. Und den setzen wir mal hier als Deckungsjäger ein, als Einsamen. Nächste Runde sollte ich das hier oben haben. Wir sind gerade mal in Runde 5 von 35. Bis jetzt läuft es wirklich super. Wir werden dann gleich aber auch erstmal ein bisschen konsolidieren. Also die Verluste ausgleichen, reparieren, Einheiten nachziehen. Okay, ich habe mit Schlimmerem gerechnet, wirklich. Sehr schön, gut, dass wir die Sturmobitze da haben. Die rettet unserem Aufklärer den Arsch und er verteidigt sich auch gut. Noch eine falsche Mega-Einheit. Gute Verteidigung. Ja, wir brauchen da unten Panzer, eindeutig. Sehr schön. So, wir ziehen erstmal Panzer zurück. Da setzen wir, da das Wetter gut ist, jetzt erstmal einen Bomber drauf an. Macht ja keinen Sinn, Verluste zu erleiden, die nicht notwendig wären. Da das gleiche Spiel. Gucken wir mal, ob wir mit dem Stucker da hinkommen. Kommen wir. So, die bekommen jetzt erstmal all meine Liebe da oben. Den können wir reparieren. Den müssen wir reparieren. Hier mit da oben haben wir die Zielstadt und haben dann Flak. So, jetzt reparieren wir mal die Jäger. Den ersten verlegen wir schon mal da oben hin. Den verlegen wir auch. Und mit der Me 410. Ach ja, da ist ja das Flakgeschütz. Ich vergaß. Ja, wir müssen mal den Elefant da runterziehen. Hilft ja alles nichts. Wir lassen ihn jetzt mal rein und ziehen uns ein Stück zurück.
So. Und zusätzlich kommt hier mal Artillerie zum Tragen. So, gucken wir mal, wie die nächste Runde läuft. Sehr schön. Mich verwundert ein bisschen, dass bis jetzt noch keine roten Garden zu sehen waren. Er will es wirklich wissen. Wir haben gutes Wetter, das ist schön. Das bedeutet erstmal Bombereinsatz. Denn wie gesagt, es macht keinen Sinn, Einheiten zu verlieren, weil man nicht entsprechend vorbereitet. Also es ist schlicht und ergreifend sinnfrei. Sehr schön. So, jetzt haben wir auch Gelegenheit aufzufrischen. Ja, in hügeligem Gelände ist das für Panzer gegen gute Infanterie sehr oft sehr aussichtslos. Das Schöne ist, das Stück kann sich jetzt zurückziehen, denn wir haben da noch ein paar schöne große Tiger im Einsatz. In Ordnung. Wir kesseln ihn erstmal ein. Rücken dann noch weiter vor zum Einkesseln. Ja, die kaufen uns jetzt alle. Hier kurbeln wir mal die Geschütze runter. Bodenangriff. Da werden wir reparieren, werden wir ebenfalls reparieren. Ab in die Lücke und hier ziehen wir nach. Ja, läuft gut. Jetzt auch eine gute Gelegenheit, um den Sack zuzumachen. Jagdschutz. Da auch Schutz vor Angriffen. Und hier sorgen wir mal dafür, dass die noch stärker bluten.
Wir hätten jetzt hier noch einen Jäger einsatzbereit. Den nehmen wir als Jagdschutz und den hier auch. Ja, bin durchaus zufrieden. Unser Prestige ist allerdings enorm dahingeschmolzen. Aber dafür gehen wir auch wie ein heißes Messer durch Butter über diese Karte. Was natürlich schon mal schön ist. Sehr schön, den Bunker haben wir geknackt. Die Flak da drüben haben wir schon ziemlich gut angeknuspert. Das heißt, wir probieren jetzt tatsächlich seinen Sturmvogel abzuschießen. Okay, wir haben ihn nicht abschießen können, aber wir haben guten Schaden gemacht. Das ist auch schon mal von Vorteil. So, jetzt darf der Elefant hier den Sack zumachen. Mit der Artillerie klopfen wir mal seine Kavallerie weich. Sehr schön. Ja, fast. Wir verlegen den mal nach da oben. Und wir reparieren hier mal wieder. Ist jetzt eigentlich auch mal Gelegenheit, da oben noch einen Stucker hinzuschicken. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist auch gut. Dadurch, dass er schießt und nicht repariert, kann ich in nächste Runde ausschalten. Wir haben den nächsten Flughafen erobert.
So, wir kurbeln das Geschütz mal runter. Dann bekommt. Ah, es schnallt. Kein Luftangriff möglich. Naja, hat aber auch so gut funktioniert. Das Schöne ist, wir haben jetzt seine Flak ausgeschaltet. Wir haben seine Artillerie nahezu ausgelöscht. Und wir können damit quasi in der nächsten Runde, wenn wir die richtigen Truppen vorne haben, die Festungsanlage und auch die Stadt angreifen. Sehr schön. Da er den Flughafen verloren hat, ist einer der Flieger abgeschmiert. Läuft gut für uns. Es schneit immer noch, das ist ein bisschen ärgerlich, aber okay. Und so wie es aussieht, haben wir hier ziemlich gute Chancen mit den Tigern gegen das Festungswerk. Ne, Zug zurück. Erst den Panzer, dann das Festungswerk und dann noch die Ari. Perfekt. Und dann rücken wir mal nach und schnappen uns nächste Runde die Zielstadt. So, gefällt mir. Ja, würde sagen, auch gut gelaufen. Und wir sind bereit, hier richtig Bambule zu machen. Und vor allem stehen wir kurz vor der feindlichen Hauptstadt. Also für uns läuft es wirklich gut. Ja, Panzer 4G gegen die dicken Russen ist halt eine blutige Nummer. Da setzen wir jetzt deswegen aber auch noch einen Stuck als Unterstützungs mit rein. Und wir können jetzt endlich wieder Luftangriffe machen. Und das Schöne ist, der eine Tiger kann hier auch zum Einsatz gebracht werden.
So, komplett eingeschlossen. Jetzt verlegen wir erstmal zwei unserer Bomber dahin. Den dritten lassen wir angreifen. Der kommt nicht so weit. Ah, ist das ärgerlich. Dann verlegen wir alle drei. Kann ich hier? Nein, kann ich auch nicht. Wir verlegen hier nach unten. Das ist in Ordnung. Sehr gut. Weichgeklopft sozusagen. Und da sehen wir gerade, wir haben einen dicken Infanterieriegel. Ah, das ist natürlich ein Geschenk. Ein schwerer Russenpanzer im Wald und unsere Kampfpioniere dahinter. Ciao, ciao, Bella. Ciao, Bella, ciao. Il Partigiano. So, dann können wir das eigentlich zumachen. Das macht doch der Panzer 4 mit Kusshand. Den können wir leider nicht mehr allzu weit ziehen. Ja, da greife ich nicht an, da sind mir meine Verluste zu hoch. Können wir vorverlegen? Können wir. Den schicken wir nach unten. Wir müssen unbedingt diesen Tiger da aus dem Wald rausholen, denn wenn er da irgendeine gute Infanterie hat, sind wir am Arsch. Und er hat noch erstaunlich viele Flieger, stelle ich gerade fest. Oh Scheiße, da ist eine Garde-Infanterie. Und ich habe mich vorhin noch gefragt, wo die Garde-Infanterie-Einheiten stecken. Da sind sie. Nun gut. Und das hier ist ein Job für Pioniere. Erobert. Da oben, das ist definitiv was für Brückenpioniere, damit wir da rüberkommen. Aber wir ziehen erst unseren Tiger zurück. Dann bombardieren wir. Nein, wir bombardieren nicht. Kein Luftwaffenwetter. So, wir haben schon mal alles vorgezogen. Sehr schön. Da haben wir jetzt hier quasi auch noch so eine Art Riegelstellung errichtet mit unseren gepanzerten Einheiten.
Das ist auch schon mal fein. Mit der Artillerie werden wir hier die Stadt weich klopfen und dann gibt es einen geballten Infanterieangriff. Die Kampfpioniere vor und den Rest übernehmen die Grenadiere. Dadurch haben wir auch ein bisschen Prestige verdient. Nicht viel, aber ein bisschen. So, jetzt sind wir wieder im Flak-Modus und haben jetzt hier auch Deckung. Und hier Aufklärung. Ja, soweit, so gut. Ja, nice. Na, nicht ganz so nice. Okay. Es schneit immer noch. Ja, wir sind staatlich verbrieft pleite. Oh, verdammt. Sehr gut verteidigt. Das ist auch sehr schön. So, wir fangen erstmal hier oben an. Wir müssen erstmal diesen T34 ausschalten. Als nächstes die Kavallerie. Wir gehen nicht in die Stadt, denn da würden wir zerrissen werden von der feindlichen Kavallerie. Fuck! Ich habe nicht auf die Prognose geachtet.
So, und jetzt werden wir hier unten mal aufräumen. Bin quasi in den Flieger reingeflogen. Und hier oben habe ich dummerweise auch nur zwei Jäger. Komme ich denn so weit hoch? Natürlich nicht. Und auch hier wieder. Und ich kann den Zug nicht mehr zurücknehmen. Ihr seht ja, man kann nur drei pro Runde zurücknehmen. So. Erstmal den Panzer, also gegen die Geschütze, dann gegen die, weil die unterdrückt sind und weil wir es so schön können und gerade beim Überrennen sind, machen wir natürlich weiter. Damit haben wir hier die Blockadestellung aufgehebelt. Geben dann Artilleriefeuer hier drauf. So. Und jetzt haben wir 311 Prestige. Wir haben hier noch eine Pioniereinheit, die ziemlich intakt ist. Also Kampfpioniere. Die ziehen wir mal nach. Ziemlich runtergeschossene Pioniere. Sechser Stärke. Allerdings haben die schon vier Sterne, ja klar, Elite. Und da haben wir noch einen Tiger, den ziehen wir hier auch raus. Ja, wir werden das so machen. Wir werden hier durchstoßen und ignorieren größtenteils den Wald. Wir müssen aber eine Infanterie da als Garnison lassen. Boah, was für ein Luftangriff. Meine Fresse. Gegenfeuer, also Artillerie-Gegenfeuer. Immer sehr hilfreich. Das ist für uns natürlich gut, dass er mit seinen Truppen aus der Stadt rauskommt. Auf freiem Feld reißen die nicht so viel gegen Panzer. Boah, was hat denn die Kavallerie gemacht? Ach, weil ich in hügeligem Gelände war. Ja gut, den Tiger müssen wir ganz weit zurückziehen, den können wir nicht reparieren. Die Kohle haben wir einfach nicht. Fuck. Boah, was für eine üble Runde. Ja, jetzt ist es hier ziemlich haarig.
Denn wir müssen unbedingt hier oben den Panzer 4 retten. So, der vermaledeite Panzer ist endlich platt und die eine Infanterie ist auch platt. Allerdings hat er ja noch mehr als genug davon. Wir ziehen mal mit den Gebirgsjägern da runter. Hier könnten wir mal die Panzer ausschalten. Keine gute Idee. Das ist super. Wir probieren unser Glück. Der dürfte nächste Runde nicht angreifen, so runtergeschossen wie der ist. Wir kriegen pro Runde 300, nicht übel. Ja, das sind ganz schön harte Kämpfe. In Ordnung, den T-34 können wir knacken. Da können wir schon mal weich machen. Die Infanterie machen wir erstmal platt. Dann holen wir uns den. Den ziehen wir mal zurück. Das angeschlagene Stück lassen wir da drauf ballern. Den ziehen wir nach, reparieren in der nächsten Runde.
Den müssen wir zurückziehen. Und hier sorgen wir endlich dafür, dass die Brückenpios das Zeitliche segnen. So, wir müssen diesen Bunker ausschalten. Der ist massiv im Weg. Das erobern wir, bringt uns noch ein bisschen Prestige. Nee, das sind zu haarige Verluste. Das ist ein Fall für Brückenpios, da hilft, also für Kampfpios. Da hilft alles nichts. So, und jetzt bomben wir, was das Zeug hält. Den T-34 können wir immerhin noch schwächen. Und hier bleiben wir einfach nur blockademäßig stehen. Die Artillerie können wir schon mal anknabbern. So, wir haben 600. Die Frage ist, was oder wen rüsten wir auf? Eigentlich müssen wir uns auf Infanterie fokussieren. Und wir brauchen da unten mehr Flieger. Also, na, den lassen wir oben. Wie viel kostet mich denn das Upgrade? 5 Punkte. 5 Punkte. Na, immerhin, es wird. Und es schneit schon wieder. Ja, dann müssen wir es so machen. Die Verluste bei den Pios wären einfach zu hoch. Mist. Mein Gott, wie stark war denn der Bunker? Der muss ja 20er Stärke gehabt haben.
Na, so langsam wird's zäh. Gut, dass wir am Anfang so gut und schnell vorangekommen sind. Denn jetzt ist es wirklich ein zähes Ringen um jede Wabe. Und ohne unsere Deckungsartillerie wären wir jetzt auch schon mächtig im Eimer bei den ganzen Angriffen, die hier kommen. Sehr schön. Ja, das wird übel. Das ist gut für uns. Das ist sogar sehr gut. Es schneit immer noch. Und dieser Bunker ist quasi eine never-ending Story. Na, endlich. Sehr schön. So, ich muss den Tiger auch zurückziehen. Gut, das sieht auch schon mal ganz vernünftig aus. Das kann man halten. Jetzt müssen wir die Grenadiere verstärken. Und gleichzeitig so gut es geht da reinholzen. Ein Punkt, drei Punkte. Ja, muss sein. Wir verlieren zwar Erfahrung, aber wir brauchen eine gewisse Einheitsstärke. Und nächste Runde muss ich so oder so die Gebirgsjäger aufrüsten. Verdammt. Dann hoffe ich mal, dass ich nächste Runde auch wirklich gutes Wetter habe, damit ich Luftwaffeneinsätze fliegen kann. So. Ja, wir haben da oben nur noch einen einsatzbereiten Jäger, der andere ist zu weit runtergeschossen.
Wir müssen jetzt tatsächlich auch warten, bis wir Truppen auffrischen können, bevor wir wirklich zum finalen Angriff übergehen können. Wir sind schlicht und ergreifend einfach schon zu stark dezimiert. Und hier oben haben wir auch sehr wenig Artillerie. So, das gibt erstmal Prestige. Und da legen wir auch mit dem Bomber nach. Genauso wie da. Die Artillerie können wir ausschalten. Und dann können wir tatsächlich mit Deckungsartillerie hinterhergehen. Hier verstärken wir. Und da können wir mit der Flak noch was machen. Und dann versuchen wir mal. Ah, wir sind zu schwach dafür. Sehr schön. Langsam aber sicher wird's. Ja, das kann man jetzt so machen. Ihr seht, das ist sehr, sehr zäh. Wir haben sehr starke Verluste gehabt. Wir haben sehr viel Prestige gebraucht, um unsere Einheiten am Anfang immer wieder stark zu reparieren. Natürlich kann man auch so vorgehen, dass man auf den Karten nur normalen Nachschub verwendet, weil der Elite-Nachschub zu teuer ist. Das Problem ist nur dann, dann verliert ihr die Erfahrung bei den Einheiten. Und eine Panzer 4-Einheit, also jetzt noch 4G, mit 4 Sternen, die sich gerade nur so mit Mühe und Not gegen eine T-34-Einheit behaupten kann und gleiche Verluste hinbekommt, wenn die auf einen Stern runterfällt, dann wird die aufgefressen. Und von daher, Erfahrung ist unglaublich wichtig, weil ihr halt zahlenmäßig immer unterlegen seid.
Und ihr müsst das mit Qualität wettmachen, sei es jetzt Qualität aus Erfahrung resultierend oder Qualität aus Technik resultierend. Aber die technische Qualität alleine reicht nicht, wenn da keine Erfahrung ist. Deswegen Erfahrung ist Gold wert. Boah, meine Verluste sind gerade echt nicht mehr feierlich. So, wir knocken jetzt erstmal die Artillerie aus. Dann ziehen wir unsere starke Granny-Einheit davor. Werden jetzt bombardieren. Und zwar beide. Hier müssen wir die Artillerie leider da unten gegen Panzer einsetzen. Dann können wir hier mit unseren Grenadieren was bewirken. So, nächste Runde sind wir da drin. Hier jetzt Luftangriff. So, den müssen wir zurückziehen. Hier haben wir jetzt zum Glück Gebirgsjäger. Ja, Gebirgsjäger, die fast vollständig aufgepowert sind. Da haben wir zum Glück noch einen Stuka. Und hier muss ich jetzt auf jeden Fall ausdünnen, damit die nicht meinen Panther-Prototypen platt machen. Ja. Genau, nächste Runde holen wir uns den. Ich hoffe sehr, dass der Panther überlebt. Wirklich harte Kämpfe.
Sehr schön. Gutes Wetter, das ist schon mal Gold wert. Erst ein Artillerieangriff, dann ein Bomberangriff und dann Infanterie. Sehr schön. Da wir Prestige brauchen, stürmen wir jetzt vor. So, hier muss der nächste Luftangriff erfolgen. Sehr gut. So, den ziehen wir zurück. Jetzt müssen wir ein bisschen aufstocken. Und da gehen wir primär auf die Infanterie. Die ziehen wir jetzt nach unten. Hier verlegen wir schon mal Bomber. Und ein Erdkampfflugzeug oder ein Schlachtflugzeug, na, können wir nicht nach unten verlegen. Aber wir können den Angeschlagenen da hoch verlegen. Dann ist da unten ein Plätzchen frei. Und den nach da. So, wir haben nur noch eine einzige Zielstadt, die wir einnehmen müssen. Und dafür bereiten wir jetzt alles vor. Und wir haben noch 13 Runden, also von daher, das sollte easy sein. Allerdings muss man halt auch einfach bedenken, er hat hier unten immer noch verdammt viel Infanterie. Und unsere Einheiten haben schon ziemlich gut geblutet. Und wir reparieren jetzt quasi nur von Runde zu Runde. Und es schneit mal wieder zur Abwechslung. Ja, ohne Luftangriffe wird es natürlich noch schwieriger. Aber ist ja nicht so, als wenn wir hier die große Alternative hätten. Wir müssen so gut durchkommen, wie es geht. Und das kriegen wir, glaube ich, auch ganz gut hin aktuell. Da ist eine russische, also eine sowjetische Rote Garde-Einheit drin.
Dementsprechend schlimme Kunden. Nee, das hebe ich mir für Infanterie auf, die Reparaturen. Unser Flakfahrzeug hatte richtig übel einen abgekriegt. Sehr schön, der wird bluten. So, wir fangen jetzt erstmal an und nehmen die Flak aufs Korn. Dann gibt es hier Saures. Da können wir runterziehen, können die von draußen platt machen. Die können wir nass machen. Können wir ihn reparieren. Und wir haben noch was, um ihn zu reparieren oder aufzufrischen, besser gesagt. Und hier können wir reingehen. Können, ja, von außen zaubern. Das sieht schon mal wirklich gut aus. Die Flak ein bisschen runterhalten. Gleichzeitig den weiter bekämpfen. Ihn ausschalten. So, und jetzt den Schlachtflieger. Dann können wir ihn noch verstärken. Gut gelaufen. Counter-Arty war auch gut. Sehr gut sogar. Neunzehn gegen sieben und ich hatte keine Deckungs-Arie. Ja, meine armen Grenadiere. T-34 sind einfach miese Dinger. Kann man nicht anders sagen. Und es schneit. Mal wieder keine Luftwaffe. Hübsche Abwechslung sozusagen. Gute ist allerdings, dass ich den Großteil seiner Infanterieeinheiten in diesem Wald erledigt haben dürfte. Den T-34 können wir schon mal schwächen. Die Artillerie ausschalten.
So, die nächste Infanterie wäre am Start. Und die erobern den Flughafen. Damit stürzt sein Sturmvogel auch ab. Und hier müssen wir mal zusehen, dass wir Deckung gezaubert bekommen. Ja, ein wirklich hartes Stück Arbeit. Zum Glück ein Hinterhalt. So, Stuka-Einsatz gegen den T-34. Nein, kein Stuka-Einsatz. Es schneit immer noch. Scheiß Winter, sag ich da nur. So, eigentlich wollte ich ja, naja, ich muss den T-34 knacken. So, jetzt haben die auf jeden Fall schon mal einen Malus, weil sie eingekesselt sind. Das ist schon mal super. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. In der nächsten Folge werdet ihr dann erfahren, ob wir damit Russland wirklich aus dem Krieg rausgenommen haben oder nicht. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass wir gewonnen haben und dass somit der Krieg im Osten beendet ist und wir dann an die Westfront transferiert werden. Die Frage ist dann nur, sind wir erfolgreich genug gewesen, um Operation Seelöwe 1943, also auch ein fiktives Szenario zu starten? Oder laufen wir jetzt in den realen Kriegsverlauf rein, wo die Westalliierten dann ihre Landungen durchführen? Seid dabei, wenn wir es nächstes Mal herausfinden. Ich bedanke mich mal wieder fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ein Abo und ein Like dalassen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.